Ja, mein Freund, da ich damals im Pokémon Omega Rubin Let's Play nicht so gründlich die Städte erkundet habe wie diesmal, glaube ich, ist dies mein erster Besuch hier. In der Gastromeile Malvenfroh geht es bunt zu. Um hier etwas zwischen die Beißer zu bekommen, musst du einen bestimmten Ablauf einhalten. Als Stammgast kenne ich mich natürlich aus. Am besten erkläre ich dir alles Schritt für Schritt. Was ist denn hier so kompliziert, um Essen zu kommen? Um an Essen zu kommen. Schritt 1. Gib in der Theke deine Bestellung auf. Es stehen insgesamt 3 Gerichte zur Auswahl, also such dir aus, was dir am appetitlichsten erscheint. Wenn du bestellt hast, bekommst du einen Buzzer. Schritt 2. Setz dich auf einen freien Platz und warte. Es dauert eine Weile, bis dein Essen fertig ist. So weit, so verständlich, ne? Und jetzt kommt der Knackpunkt. Während du auf dein Essen wartest, wirst du von anderen Gästen zum Kampf herausgefordert. So haben es alle auf deinen Sitzplatz abgesehen. Wenn du nicht mit leeren Magen gehen möchtest, musst du deinen Platz gegen sie verteidigen. Schritt 3, reinhauen. Das kann ich. Wenn dein Buzzer den Signalton abgibt, kannst du dir an der Theke deine fertige Mahlzeit abholen. Danach heißt zurück an deinen Platz und guten Appetit. Na, ist doch gar nicht so kompliziert, oder? Wie wär's? Wo du schon mal hier bist, kannst du doch gleich einen Happen essen. Einem Anfänger wie dir empfehle ich ein Leckerbissen aus der Einhal-Region. Das Dorf-Sandwich-Menü ist erst seit kurzem in Höhen erhältlich. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Bei jungen Leuten wie dir, die auf unkomplizierte Gerichte und Einzelkämpfe abfahren, ist es sehr beliebt. Alles klar, dann mach's gut. Ich hoffe, du genießt den Besuch. Du bist satt, oder? Okay, anscheinend. Vermutlich auch eine Location, die neu ist in den Remakes, weil die haben es ja auch von Einhal und so. Ich will ja nicht zwischen euch stehen, aber ich tu's. Weißt du, wie man diese komischen Stahlhauben nennt, in denen man hier immer sein Essen serviert bekommt? Ihr sagt ja doch, Glocken. Servierglocken nennt man die. Ursprünglich stammen sie aus der Carlos-Region, aber da nennt man sie Cloches. Cloche. Ich weiß es nicht. Ich denke, sie soll auf Französisch basieren, ne? Der Besitzer der Gastromeile ist ein riesiger Carlos-Fan und hat sie extra von dort importieren lassen. Na schön, was gönne ich mir heute Leckeres? Hier können Gäste ihr Geschirr zurückbringen, sobald sie ihre Mahlzeit beendet haben. Alter, wenn ich nicht bald Deutsch lerne. So, und die Kids sind alle am Warten. Das schmeckt einfach heimlich. Isst du gerade den Tisch, weil du hast keinen Teller und sonst nichts? Hallo Trainer, hast du schon gewusst, dass es hier einen echten König gibt? Knossi ist da. Dieses Sandwich aus Einhal war einfach super lecker. Mein Pokémon und ich sind pappsatt und zufrieden. Diese Beeren sind mir ein bisschen zu bitter. Die bekommen später meine Pokémon. Ach, die dürfen bittere Sachen essen. Ja, so sieht's aus. Die sauren Beeren und der luftig lockere Teig feuern auf der Zunge ein echtes Geschmacksfeuerwerk ab. Musiknote. Heute ist ein bisschen zu viel Salz drin. Alter, mach doch wenigstens Teller auf den Tisch. Game Freak, was ist das denn? Klasse, heute habe ich endlich einen Platz abgekriegt. Es hat sich echt gelohnt, Papas Pokémon mitzubringen. Wir haben ja generell im letzten Part schon viel erkundet und auch da im TV-Studio, nenne ich es mal, einiges erkundet. War ja auch liebevoll gestaltet und bis jetzt auch ohne großen Sinn. Ich verrate dir was. Für jedes Gericht hier gibt es einen Zeitpunkt, zu dem man es am besten schmeckt. Es lohnt sich, diesen Zeitpunkt genau abzupassen. Ach, ist das lecker. Ich weiß, diese Soße ist total ungesund, aber sie schmeckt so gut. Ja, mit Soßen kenne ich das, ne? Die besten Soßen sind dann doch kleine Dickmacher. Wann ertönt endlich der Signalton von meinem Buzzer? Ich will einfach nur mein Essen genießen und von niemandem gestört werden. Ganz schön viele Minun-Fans, oder? Nee, das sind, glaube ich, alles Plusle. Offiziell ist dieser Ort Gastromeile Malvenfroh. Aber wer hier essen will, muss seinen Sitzplatz immer und immer wieder gegen andere Trainer verteidigen. Deshalb wird die Gastromeile auch die Kampffressmeile genannt. Man kann sich das Essen hier auch einpacken lassen. Ich will meinem Pokémon zu Hause unbedingt was von den Köstlichkeiten hier mitbringen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was gibt's denn hier zu essen? Oh, Mann, ist das lecker. Oh, ich bin im Paradies. Nudelsuppe anscheinend. Du kennst ja Frosina von der Top 4, oder? Ich habe sie neulich hier in Eintopf essen sehen. Sie hat ihre Nudeln so schnell runtergeschlungen, als hätte sie eine Woche lang nichts zu essen bekommen. Verzehrt, was ihr verzehren könnt. Wir müssen diese Chance nutzen, solange er nicht da ist. Wovon ist die Rede? Erstmal mit den unbedeutenden Leuten reden. Haha, meine Beine sind schon ganz schwer. Ich hätte nie gedacht, dass Anstehen so anstrengend sein kann. Jetzt reiß dich mal zusammen. Geh mal auf die Gamescom, Junge.
Hey, nicht vordrängeln! Entschuldigung. Was, willst du dich jetzt erstmal noch anstellen? Bis du drankommst, ist doch sowieso schon alles ausverkauft. Drei geschlagene Stunden stehe ich jetzt schon an. Ob ich jemals was zu essen bekommen werde? Was haben die denn? Die sind doch... Nee, kann ich mit dem hinter der Bar reden? Hinter der Theke? Nee. Muss ich hier bestellen. Ein Dorf-Sandwich-Menü? Das macht 1000 Poké-Dollar. Okay, Infos. Ein preisgünstiges Menü mit Bären-Sandwich und einer Portion Bias Fritz als Beilage. Besonders beliebt bei Kindern, die Einzelkämpfe lieben. Na gut, wir probieren das aus. Gut, Ihre Bestellung wurde aufgenommen. Hier nehmen Sie bitte diesen Buzzer. Ihr Essen sollte nach 5 Runden fertig sein. Bitte suchen Sie sich einen Sitzplatz und warten Sie dort so lange. Müssen die so lange anstehen, weil kein Platz frei ist an Sitzplätzen? Das wäre voll dope. Hey, Big Man, den Platz habe ich schon viel früher entdeckt als du. Willst denn du? Hast du einen Buzzer? Picato. Ach, Kinder. Ich frage mich manchmal, was ist aus der Welt geworden? Oh, ein Pokémon ist besiegt bei mir. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Stein auf Feuer? Ach, der doch Boden? Nee, was war denn da los? Ich mach grad nochmal. Hab ich aufgepasst. Wer hat die Attacke ab? Hä? Stein? Es gibt nichts, wo Gestein nicht funktioniert. Also gar nicht effektiv, wisst ihr? So wie normal auf Geist nicht effektiv. Gut, dass er es gerade noch hinkriegt. Ich kann aber keine Pokémon wechseln, ne? Oh, das wird cool. Hätte ich mich vorher vorbereiten sollen, aber ich weiß halt nie, ne? Ich weiß halt nie, wann sowas kommt. Wir haben den Überwurf. Physisch, natürlich. Treffergarantie. Aber die Init ist im Eimer. Ah. Ich glaube, das würde mich nur verwirren. Was ist denn Abschlag nochmal genau? Das ist mir die 70 nicht wert, ganz ehrlich, lass es. Das ist mir die 70 nicht wert. Der Stuhl macht sich aus dem Staub. Ich habe verloren, also bleibt mir keine Wahl. Ich suche mir einen neuen Platz. Letztes Mal, Markus wirft einen Blick auf seinen Buzzer. Noch eine Runde, bis ihr Essen fertig ist. Hätte ich 5 gesagt? In der Gastromeile muss man sich seinen Sitzplatz erst erkämpfen. Ja, heißt es fressen oder gefressen werden? Hä, aber ich hab doch auch... Hätte ich ja auch meinen Kampf erst... Meinen Platz erst erkämpfen müssen, Specker. Was ist das für ein Name, Specker? Alter, Specker. Ja, Winkola zwar Flug, ne, aber... Raptan hat doch auch eine Käferattacke drauf. Auf Lager. Warum muss ich mich da nicht an die Regeln halten? Das ist so eine Sache, wo ich mir denke... Hä? Ich denke mir einfach nur so, hä? Oh, wegen Gift oder was? Ja. Uff, das ist ja eh Wumpe. Jetzt nervt ihr mich mit ihrem Myrabla, ne? Das ist denen ihr Ernst. Die Welt kann ganz schön grausam sein. Nein, du stellst dich an und kaufst dein Sandwich. Wer verliert, kann sich nicht zum Essen hinsetzen. Ich sag's ja, hier ist es fressen oder gefressen werden. Das ist alles so widersprüchlich hier. Mein Buzzer. Der Buzzer gibt einen Signalton ab, du kannst dir jetzt ein Essen holen. Ein Sandwich ist fertig. Vielen Dank für Ihre Geduld. Hier ist Ihr Dorf-Sandwich-Menü. Guten Appetit. Es tut mir wirklich leid, aber das Brot ist nicht mehr besonders frisch und etwas trocken. Lol. Dementsprechend schmeckt es auch. Warum sagt die das? Ist ja noch mehr verwirrend, das sagt doch niemand. Selbst wenn es so ist. Er geht automatisch, by the way. Aber man gibt die... Hä? Ich dachte, jetzt kommt wenigstens so ein Cooking-Mama-like Minispiel.
So, und dafür ist das gut. Auch hier könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, geht hier noch mehr oder war das jetzt alles? Es war vielleicht ein klein wenig albern, aber ist okay. Ist okay. So, und Malvenfroh City haben wir halt extrem viel zu erkunden. Jetzt sind wir durch. Hardrock Halleluja, würde ich sagen. Bevor wir in den Innenhof... Doch, wir gehen in den Innenhof. Das ist das, was ich zunächst... Also ich war auf allen Seiten, in allen Himmelsrichtungen. Jetzt sage ich dir und deinem Bummels noch hallo. Jeden Morgen stehe ich auf und lass mich von meiner Familie hierher bringen. Dann plaudere ich ein bisschen mit meinen Freunden, esse mein Lunchpaket und dann... Tja, dann wird es meistens schon wieder dunkel und ich werde von der Familie abgeholt und es geht ab ins Bettchen. So geht das Tag für Tag. Das mag zwar eintönig wirken, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Naja, immerhin macht es die Familie für ihn, ne? Wenn das sein Wunsch ist, wenn es ihn glücklich macht. Im ersten Stock gibt es einen Komplex von Luxus-Apartments namens Residenz Malvenfroh. Resident Malvenfroh 6. Ich habe mich bei unserem letzten Pokémon-Kampf total verausgabt. Jetzt knurrt mein Magen wie verrückt, Pöppi. Geh doch zur Fressmeile. Ich könnte was zu essen vertragen, Schnuckelchen. Ein Teller Malvenfroh-Eintopf wäre jetzt genau richtig. Aha. That's the way. Aha, aha. Meine Heimatstadt, Strato City, braucht Sick in Sacken große Nickt vor Malvenfroh City zu verstecken. Was? Braucht Sick in Sacken? Soll das irgendein Dialekt sein? Meine Heimatstadt, Strato City, braucht Sick in Sacken große Nickt vor Malvenfroh City zu verstecken. Von große statt Größe. Das habe ich jetzt nicht erkannt, was das für ein Dialekt oder Akzent sein soll. Die Welt eckt riesengroß, aber Strato City sollte wirklich jeder mal im Leben gesehen haben. Ich dachte erst so ein bisschen berlinerisch, aber das ist einfach nur albern, ne? Das war nix, ne? Vielleicht so ein bisschen so dumm-chinesisch Akzent-like, ne? Wie so in 70er-Jahre-Filmen. Ja, macht doch sehen, du Großer. Malvenfroh City. Seewoge Malvenfroh auf Route 108. Neu Malvenfroh. Dir ist sicher aufgefallen, dass in jedem dieser Namen das Wort Malvenfroh steckt. Das liegt daran, dass alle drei früher mal einer Unternehmensgruppe gehörten, von der allerdings außer dem Namen Malvenfroh nichts mehr übrig geblieben ist. Stahl-Pokémon könnte ich mit nur einem Steigerungshieb voll fertig machen. Ich wünschte, ich hätte ein Pokémon mit dieser Attacke. Im ersten Just, mit dir habe ich schon geredet. So! Guten Tag! Wir machen ja Fortschritte in Sachen erkunden. Das ist ja auch notwendig. Das ist schon ein bisschen intens. Hallo! Na nun, warum bist du denn so still? Hat dir Malvenfroh City etwa die Sprache verschlagen? Würde mich nicht wundern. Das hier ist immerhin die größte Stadt in ganz Höhen. Das ist doch schon keine Großstadt mehr. Das ist eine Größtstadt. Nur wer alle O-Kräfte gemeistert hat, kann sich als wahren Astrainer bezeichnen. Deshalb setze ich mich, meine zu jeder Gelegenheit ein. Nach einer Weile steigt dadurch nämlich ihr Level an. Was für eine O-Kraft ist denn gemeint? Dieser komische Kauze drüben redet vielleicht abgedrehtes Zeug. Auf seltsame Weise ist er aber auch irgendwie witzig. Leute wie den vergisst man nicht so schnell. Ich bin der Märchenonkel. Ich habe eine sehr geistreiche Geschichte für dich auf Lager. Soll ich sie dir erzählen? Na gut. Kriegst du beim Anblick der untergehenden Sonne auch immer Heimweh? Ach und noch was. Was meinst du, wie es am Meeresboden aussieht? Ich würde ihn gern mal mit eigenen Augen sehen. Auch wenn es nur ein einziges Mal wäre. Du auch? Nee. Der Wasserdruck ist da viel zu hart und... Da gibt es wahrscheinlich nichts, was ich wohl was von hätte, wisst ihr, wie ich meine? Ach, und noch was. Ich habe mir mal Wachsmalstifte in 120 verschiedenen Farben gekauft. Na, neidisch? Jetzt habe ich meine Munition erstmal verschossen. Danke fürs Zuhören. Als kleine Anerkennung teile ich jetzt meine O-Kraft mit dir. Ach so, ein Quatsch war das. Die O-Kraft ist eine mysteriöse Kraft, die, wenn man
man sie über das PSS anwendet, diverse positive Effekte mit sich bringt. Oh ja, so kann sie beispielsweise deine Pokémon stärker machen oder dir mehr Preisgeld verschaffen. Diese mysteriöse Kraft reicht sogar so weit, dass sie in der Nähe befindlichen Freunden ebenfalls Gutes widerfahren lässt. Alles so viel befremdlicher Stuff hier. Ich weiß gar nicht, was du willst mit deiner Muschel dahin oder was? Ich weiß gar nicht, PSS, das hat was. Ach hier, wartet mal. Im Supertraining. Ja, ich finde, die Nachrichten aus Höhen mit einer Eilmeldung. Soeben erreichten uns Neuigkeiten zu den Nachwuchstalenten, die von Xenia, die in Höhen als jetzt beliebten Stern am Himmel vom Pokémon-Wettbewerb live auserkoren wurden. Xenia, alter Geheim, äußerte sich hierzu folgendermaßen. Einer meiner vielversprechenden Kandidaten ist Let's Play Markus, ein Junge aus Wurzelheim. Er bildet mit seinem Pokémon eine feste Einheit und das Zeug dazu, einmal ein ganz großer zu werden. Das habe ich schon bei unserer allerersten Begegnung gespürt. Wir dürfen den weiteren Werdegang dieses jungen Talents wohl mit einer berechtigt hohen Erwartungshaltung verfolgen und uns noch die ein oder andere Überraschung gefasst machen. Willkommen zu TMs im Schattendasein. Ach, ist das schön. Ja, also diese spätestens seit den 3DS-Games haben die Spiele so extrem viele Funktionen. Das ist unglaublich. Und ich denke mir da manchmal so, ey, so die ein oder andere feiere ich gar nicht so extrem. Hey, sag mal, magst du Achterbahnen und Fahrgeschäfte, bei denen man laut schreien muss? Musste nicht zwingend. Mann, bist du langweilig. Ja, da passen wir nicht zusammen, ne? Dann sind wir auf derselben Wellenlänge. Und damit das alle wissen, habe ich was ganz Tolles für dich. TM-freier Fall. Freier Fall bringt einfach jeden zum Schreien. Das ist abgefahrener als ein Dreifach-Looping. Ich wollte generell mal gucken, was die ganzen TMs, die wir so inzwischen erhalten haben, ob da irgendwas Brauchbares dabei war. Ich denke nicht unbedingt. Ätzendrummer muss nicht sein. Raub ist Unlicht. Raub ist Unlicht. Wer ist denn nochmal physisch unterwegs? Nee, da kannst du gar nicht lernen. Makuhita, wir können das höchstens. Das ist Quatsch, ne? Das ist... Hallo. Es gibt Items, die im Kampf die Statuswerte eines Pokémon vorübergehend erhöhen. Ich kenne X Angriff und X Abwehr. Ich glaube, es gibt aber noch andere. Eine Attacke einsetzen oder zum Item greifen. Ich glaube, die Entscheidung des Trainers bestimmt, wie ein Kampf verläuft. Glaubst du? Glaubst du wirklich? Das glaubt er wirklich. Ich habe meinen Beleber gekauft, aber ich brauche an für sich jetzt nichts. Wir gucken nur für die Quote und wirklich vollständigkeitshalber. Abwart. Da gibt es ja ein paar geile Sachen. Deswegen erzählt ihr was von Steigerungshieb. Fußtrittfassade Aeroas. Ey, das müsste doch Pelipper lernen können, oder? Giftjogger ist halt auch geil. Da muss ich mal ganz. Ich werde mal kurz Recherchen anstellen, dann müsst ihr mir verzeihen. Ho, 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 ho! Leute, sehr, sehr gute TMs gibt es hier zu erwerben. Wir werden definitiv zuschlagen. Ich muss sogar abwägen, welche TM wichtiger ist als die jeweils andere. Ich muss gestehen, mein Interesse wurde zunächst durch Sachen wie Giftschock geweckt. Das kann zumindest keiner lernen. Ist halt eine sehr gute Giftattacke, aber was soll's. Aeroas hatte ich zunächst überschätzt. Das hat nur eine Stärke von 60 oder 65. Das macht nicht viel aus. Da dachte ich mir, Aeroas, das kann fast jeder lernen. Das kann Letakang lernen, das kann Gewaltro lernen. Verrückt. Fußtritt, auch eine sehr gute Kampfattacke. Nichtsdestotrotz, was noch wichtiger ist, eine Elektroattacke für unseren Flugnachteil und eine Bodenattacke für unseren Elektronachteil. Wir stehen unmittelbar vor der Elektroarena. Ansonsten Drachenroute ist auch sehr interessant. Steigerungshieb brauche ich jetzt nicht. Aber wirklich, da sollte jeder mal vorbeischauen.
Das ich dachte mir fast so, sollen wir vielleicht den Supermarkt auslassen? Das ist mega interessant hier. Also ich würde ja am liebsten hier 5-6 TMs abgreifen, aber das Wichtigste sind halt wirklich Ladestrahl und Dampfwalze. Wo ich auch nachgeguckt habe, dass die gelernt werden können. Vielleicht kehren wir irgendwann mal nochmal hin zurück. Ja, das lohnt sich. Würde ich mal sagen. Dampfwalze. Ja, wer soll's lernen? Dampfwalze ist physisch 60 Boden. Muss ich mal ganz kurz die Attacken abwägen. Ich glaube, Mond hier ist halt der bessere, oder? Diesbezüglich. Mal ganz kurz was anderes. Ganz kurz was anderes abschätzen. Ja, also die Elektroattacke kannst nur du lernen. Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige und eine richtige Sache. Das sind natürlich keine Attacke fürs Endgame. Wisst ihr, wie ich meine? Aber erstmal, dass wir da was haben. Ich verzichte auf Doppelteam. Wie gesagt, da bin ich jetzt nicht der... Ich bin der immer feste Truff-Typ. Ach, man kann es ja sogar mehrmals lernen. Das variiert natürlich auch von Generation zu Generation. Von Generation zu Generation. Tradition. Das könnten also beide lernen, theoretisch. Aber es ist Mond hier, würde ich sagen. Kann auch weniger, es ist einfach so. Tagedieb, was war? Na gut. Das ist auch physisch, das finde ich sehr wichtig. Ja, Genesung. Gena. Schläft ein, das ist schon wichtig. Aber ich kann Felsgrab nicht vergessen. Ich kann Finte nicht vergessen. Gut, dann werden wir halt mit Tränken arbeiten. Das macht Tagedieb obsolet. Also da sollten wir jetzt keine Technik für verwenden. War zwar ein netter Gedanke. Also danke für den Deal, Leute. Schön. Schön ging es hier zur Sache. Gute 10 Minuten lang habe ich jetzt überprüft und geguckt und gemacht. Auch gucken, wer was lernen kann und so weiter. Jetzt gehen wir noch auf die obere Etage. Oder werdet ihr mir noch zustimmen? Das ist doch okay. Das ist doch... Finde ich gut. Klatz mich nicht so belämmert an. Ich bin auf der Suche nach einem Pokémon namens Genesec. Das... Hoppla. Vergessen wir, was ich gerade gesagt habe. Okay. Und das suchst du hier, das Genesec. Hat sogar einen eigenen Film bekommen. Sag mal, magst du eigentlich Pokémon? Nee. Was, echt? Du magst Pokémon also richtig gerne, ohne Witz? Hehe. Hehe. Natürlich. Du magst Pokémon so richtig von ganzem Herzen? Was, echt? Pokémon sind etwas, ohne dass du dir dein Leben gar nicht mehr vorstellen kannst? Na, dann hab ich hier was für dich. Den Pokewedel. Bin auch ganz verrückt nach Pokémon. Was ist das hier für ein Eiffelturm-Kalos-Verschnitt? Psst, hör mal her, Kleiner. Ich bin Besitzer eines Metronoms, das früher mal von unbefassbar berühmten Musikern benutzt wurde. Weil du es bist, mache ich dir ein Sonderangebot. Für gerade mal 1000 Pokédollar gehört es dir. Schlägst du zu? Ich hab fast nichts mehr, aber egal. Er hält Metronom. Ich würde es ja schenken, aber du weißt ja, wie es in der Welt so läuft. Ohne Moos nichts los. Gib das Metronom ein Pokémon zum Tragen. Wenn es dann eine und dieselbe Attacke mehrmals nacheinander einsetzt, steigt eine Weile lang mit jedem Einsatz ihre Stärke. Mit anderen Worten, halt drauf, was das Zeug hält. Was hab ich vergessen? Der unfassbar gerühmte Musiker, von dem ich geredet habe, bin ich selbst. Neuestens fahren die Leute so auf meine Musik ab, dass ich nur auch in dieser Aufmachung vor die Tür gehen kann, wenn ich nicht von den Fans erkannt werden will. Dabei habe ich so gut wie keine Fansauftritte gehabt. Berühmt zu sein ist schon schweres Los.
I know that feel, ne? Spaß. Da wollte ich mich auch mal mit beschäftigen, ob wir noch irgendwelche Items haben, die ich halt vergeben kann. Typ Boden verstärken. Ja, da gibt's einen Seidenschal her, ne? Wer trägt denn hier eigentlich nix? Verstärkt sehr effektive Attacken, werden wir nehmen. Warum? Ein Malek. Garantierte Flucht ermöglicht. Cool. Typ normal. Ja, dann brauchen wir das halt nicht mehr, ne? Je öfter in Folge es ausgeführt wird. Machen wir es einfach mal so. Besser als ohne Items rumzulaufen, oder? Also wir haben immer noch relativ boring-mäßige Parts am Start, aber wir rüsten uns, ihr merkt es. Kommende Aufgaben. Lass dir von einer alten Frau einen Rat geben. Sei immer freundlich zu anderen. Los, setze über das PSSO-Kräfte ein. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn du andere glücklich machst, wirst du selbst auch glücklich. Die Message ist klar und unmissverständlich, aber das PSS kann ich nicht leiden. Kann ich nichts mehr anfangen. Wenn ich zum Himmel hochschaue und die Wolken beobachte, stelle ich mir immer vor, wie das wohl wäre, wenn ich einfach auf ein Pokémon hüpfen und mit ihm durch die Lüfte sausen würde. Latias Latios-like. Es gibt da nichts Besseres als ein Sonnenbad, um Energie zu tanken. Da würde mir jedes Pflanzen-Pokémon sofort zustimmen. Aber in meinem Alter habe ich da leicht reden. Ich kann mir nur so unbesorgt die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, weil ich längst aufgehört habe, mir über Falten den Kopf zu zerbrechen. Hier wohnen extrem viele alte Leute, ne? Noch eine für die Quote. Vor langer, langer Zeit, als ich noch in Seeburg im Alpenfroh angestellt war, gab es einen Zwischenfall, der mich bis heute nicht loslässt. Einer meiner untergeordneten Mitarbeiter hatte sich einen groben Schnitzer erlaubt und ich musste ihn feuern. Doch dann, als er bereits eine Weile lang nicht mehr bei uns gearbeitet hatte, traf plötzlich ein Paket für ihn ein. Laut Absender stammte es von seiner Frau. Offenbar hatte sie ihrem Gatten, der in weiter Ferne alleine für die Familie die Brötchen verdiente, etwas Gutes zukommen lassen wollen. Dem Poststempel zufolge musste das Paket jedoch lange nach seiner Entlassung abgeschickt worden sein. Er hatte ganz offensichtlich nicht den Mut aufgebracht, ihr die Wahrheit zu sagen, und so lebte seine Familie weiter im Glauben, dass er jeden Tag bei uns arbeitete. Diese Geschichte macht mich heute noch völlig fertig. Ein grober Schnitzer, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, mein Freund, aber... Ja, kannst du keinen Vorwurf machen, oder? Heute ist ja eigentlich mein freier Tag. Aber wenn ich dran denke, was mir morgen auf der Arbeit wieder blüht, kriege ich Kopfweh. Das ist ein typischer Fall von Leb in der Gegenwart. Und denk nicht an morgen, wenn noch nicht morgen ist. Wenn man sich die ganze Woche freut man sich aufs Wochenende. Und das ganze Wochenende ist man nur davon genervt, dass am Montag wieder die Woche beginnt. Was zur Hölle? Echt jetzt kein Witz? Du zahlst alles, was ich esse? Na klar, hau rein. Du bist jetzt schließlich ein Ass-Trainer, das muss gefeiert werden. Worauf hast du Hunger? Auf ein Dorf-Sandwich? Oder auf Magnetilo-Bällchen? Iss so viel du willst. Das lasse ich mir nicht dreimal sagen. Guten Appetit. Guten Appetit und leb wohl. Dies wird unser letztes gemeinsames Essen sein. Wenn du dein ganzes Leben mit mir verbringst, bremst sich deine Karriere als Ass-Trainer nur unnötig. Deshalb muss ich dich verlassen. Aber... Was zur Hölle? Hotel? Das ist alles so emotional hier. Wer hat denn sich eigentlich die Texte hier ausgedacht? Psst, schau mal, da drüben. Das Mädchen und sein Pokémon. Die beiden haben mir mit ihrer gewehmütigen Schönheit völlig den Kopf verdreht. Kaum zu glauben, dass aus mir noch jemand den wahren Wert dieser zwei ungeschliffenen Diamanten erkannt hat. Sie haben eindeutig das Zeug zum Wettbewerbsstar. Aber Moment mal. Was sehen meine müden Augen da? In dir schlummert ja ebenfalls großes Talent. In der Tat, sehr vielversprechend. Ich sehe es als meine Pflicht an, dich zur Teilnahme an einem Pokémon-Wettbewerb zu drängen. Halt die Friesen. Ich war schon. Ich habe meine Karriere schon beendet. Bis vor kurzem war ich noch Student und habe auf die Vorlesung geschwänzt, um hier herumzulungern. Jetzt arbeite ich und kann mir sowas nicht mehr erlauben, so sehr es mir auch weh tut. Tja. Der Ernst des Lebens, mein Freund. Ach ja, die Pokémon-Wettbewerbe. Vielleicht sollte ich auch mal an einem teilnehmen. Na, Menon, bist du dieser Idee gegenüber positiv eingestellt? Mimimi! Das klingt doch positiv. Das klingt doch, als hätte er Bock.
Hey, nicht so schnell, beiß Fuß! Pfiff, pfiff. Wenn ich aber dem so einen Weg stelle, dann beißt er ihn in den Allerwertesten. Ich zähle mich zwar noch nicht zum alten Eisen, doch die Zeit geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Meine alten Knochen wollen einfach nicht mehr wie früher. Also bin ich hierher gekommen, um meinem Onkel. Noch nie gemerkt, dass da nur ein Buchstabe vertauscht ist. Um meinem Enkel und seinem Pfiffchen in aller Ruhe beim Herumtollen zuzusehen. Da, schau mal. Ach, ich wäre selbst gern ein Schwalbini. Es muss ein tolles Gefühl sein, so hoch oben in der Luft den Wind im Gefieder zu spüren. Sie haben alle merkwürdige Dialoge hier. Ich bin in Sanoo geboren und aufgewachsen. Mein Sohn wohnt in Kanto und der Sohn meines Sohnes arbeitet als Designer in Kalos. Ach ja, und der Sohn des Sohnes meines Sohnes jagt in ein all seinen Träumen hinterher. So alt ist der? Der Sohn des Sohnes meines Sohnes. Aber mir macht's nicht aus, dass meine Familie über den ganzen Globus verteilt lebt. Zumindest nicht, solange ich mein Pokémon an meiner Seite habe. Sein Urenkel ist schon auf Pokémon-Reisen? Es gibt doch nichts Besseres als ein Sonnenbad, um Energie zu tanken. Da würde mir jedes Pflanzen-Pokémon sofort zustimmen. Er würde sich auf so ein Ding setzen, wenn man doch auf dem echten Pokémon reiten kann. Eine täuschend echte Nachbildung eines Pokémon, das als Gefährt benutzt werden kann. Jemand hat eine Nachricht an dem Rihorn-Mobil angebracht. Ihr zufolge wird es gerade repariert. Geht nicht. Was ist denn Schwalbini? Bini! Habe ich jetzt hier mit allen geredet? Es scheint so. Ja, also ich finde, es gab ja interessante Sachen hier zu erkunden. In Malvenfroh City, dass wir erstmal so weitestgehend. Hier geht's auch noch runter. Achso, weil das zwei Etagen sind. Ist ja verwirrend. Jetzt guck ich mal, ob es noch mehr Aufgänge gibt. Nur um sicher zu gehen. Ich weiß, die Partlänge sagt schon wieder einiges aus. Hier sind wir hochgegangen, oder nicht? So, und da war das. Wo immerhin der war. Gut, die haben jetzt nicht wirklich wichtige Texte. Aber achso, das ist wo die Aufzüge hinführen. Schreibt mir da bitte in die Kommentare. Ich hoffe, mich hört überhaupt noch jemand. Hallo? Nein, schreibt mir da bitte in die Kommentare, ob und wann. Hier geht's noch hoch. Ob und wann man die Aufzüge benutzen kann. Oder ob ich selbst noch rausfinden werde, definitiv. Schaltest du regelmäßig dein Video nach WLAN? Nein. Die Sendungen, die dort laufen, werden alle in einer Sendegebäude in dieser Stadt produziert und in ganz Höhen ausgestrahlt. Gibt es hier drei Aufgänge? So, jetzt haben wir es aber. Dann kann ich mich ja schon mal gediegen verabschieden. Da kam ich her, oder? Ja. Nee, da hinten kam ich, also in vier Aufgänge, auch in allen vier Himmelsrichtungen. Ach, du alter Charmeur, du sollst doch nicht immer so verschaukeln. Wenn ich nur 10 Jahre jünger wäre, würde ich diesen Jungspunden von Pokémon-Wettbewerb live einzeigen, wo es lang geht. Sag doch sowas nicht. Wahre Schönheit wie deine verliert selbst in den Jahren nichts von ihrem Reiz. Nur weil mein Alter jetzt dreistellig ist, lasse ich mir doch nicht den Spaß an den Pokémon verderben. Ich bin mit meinem Pokémon-Team immer auf den ganzen Tag auf Achse und immer auf der Suche nach tollen Geheimbasen. Warum sind die alle so alt? Der ist über 100? Laber doch nicht. Jetzt aber wirklich, mit gehaltenen Pokémon geht's im nächsten Part in die Pokémon-Arena. Das wird großes Kino. Wir haben immerhin jetzt eine Bodenattacke vor der Brust. Nein, geht es nicht. Wir machen Kämpfe in anderen Routen. Ich will vorher trainieren. Mal gucken, was von beiden wir machen. Schalte das nächste Mal wieder ein. Und ich sag bis dann und ciao!